So, meine Lieben, das vierte Level von Forward to the Sky beginnt. Es gab anscheinend über Nacht einen Patch und jetzt gibt es deutsche Untertitel. Das heißt, ich muss das Ganze nicht mehr in Englisch vorlesen, sondern... Was hat mir das jetzt gebracht? Kann das auch auf Deutsch vorlesen. Was sind das hier? Ach so, die kann man drehen und dann scheinen hier Sachen zu verschwinden oder wieder aufzutauchen. Aha. Nein! Nein! Das war ein Stückchen zu weit. Jetzt aber. Ja, ja, sehr schön. Na, erstmal den da hinten. Aua. Wow. Den muss ich auf jeden Fall fokussen. Boah, der hat mir ein Viertel Leben weggehauen. Bin ich im falschen Film oder was? Keine Ahnung, was der Hebel hier bringt. Ich glaube, wir müssen die Kristalle hier ausschalten, damit wir hier die Treppe hochkommen, die man da so unsichtbar leicht erkennen kann. Irgendwie... Es ist immer ein bisschen problematisch, weil man nicht sicher sein kann, wann man jetzt den Hebel benutzen muss und wann nicht. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas passieren kann. Aber anscheinend... Nö, gehe ich hier einfach hoch. Keine Ahnung, wofür der Hebel ist. Vielleicht kriegen wir es ja später noch raus. Ziel ist es natürlich wieder, die ganzen Kristallsäulen zu finden und zu zerstören. Also im Idealfall wieder 3 oder 4. Ich bin mir grad... Oh, wow. Komm her, mein Freund. Wow. Bin ich tatsächlich runtergefallen? Boah. Die hat einen ganz, ganz schlechten Kampfstil. Also das muss man ganz klipp und klar sagen. Also die Ausrichtung beim Kämpfen ist echt scheiße. Ah, so geht's. Ah, das habe ich ja noch einigermaßen glimpflich überstanden, will ich mal sagen. So, mal gucken. Keine Ahnung, wie ich den jetzt hier am ehesten betätigen muss. Irgendwie muss ich da geradeaus weiterkommen. Auch noch nicht? Wow. Also bis jetzt... tut sich da wirklich absolut gar nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das hier mit diesen komischen Punkten hier zu tun hat. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir jetzt doch nochmal zu dieser Säule zurück müssen. Und irgendwie versuchen, damit zu arbeiten. Ah, so knapp, come on. Oh Mann, jetzt muss ich da... Jetzt kann ich den ganzen Weg... nochmal latschen.
Muss ich tatsächlich jetzt einmal rüberspringen und dann. Hier, guck mal, die werden hier weitergeleitet. Jetzt nach da. Und ich glaube, wir müssen das Ding weiterleiten bis zu dem Pylon da hinten. Ja, so. So müsste es sein. Und jetzt muss ich die Säule da kaputt hauen. Boah, das jetzt aber. Das ist aber komplizierter hier, ne? Also, erstmal, dass man, muss man dahinter kommen. Hinter dieses dämliche System. Und dann muss man noch verstehen, dass man hier diese Säule umhauen muss. So, jetzt macht das nämlich. Jetzt muss ich das Ding auf die Kristalle hier lenken. Ja. Wer hätte es gedacht? Jetzt muss mir nur einer erklären, wie ich hier weiterkomme. Weil das war ja nix. Oder ich muss nochmal zurück. Och, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich bin mir gerade nicht sicher bei diesem Rätsel. Deswegen muss ich gerade mal... Oh, das ist neu. Aber da hier überhaupt gar keine Funken. Nee. Oh Gott. Ich hasse es. Ach nee, hier. Zack. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist, die ich hier gerade mache. Ob ich hier richtig bin. Ja, hier stellt sich nämlich eine Mauer auf. Nee. Nee, 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 nee. Das kann nicht sein. Schauen wir mal jetzt hier, so. Princess, leave this tower. I don't want to hurt you. Ja, ich muss einmal ganz rum. Ja. Es geht wieder komplett in die falsche Richtung. Na? Jawohl. Das war zu weit. Das war richtig. Die Frage ist nur, ob ich hier jetzt richtig bin insgesamt oder nicht. Hier gibt es überhaupt gar keinen Hebel. Ja. Wow. Das ist skurril. Aber dann kann ich vielleicht von da oben auch weiter. Kann ich. Aber nur hier. Boah.
Komm schon, stirb, Junge. Boah, wie viel der aushält. Eieiei. 114 Leben. GG. Und der Penner ist jetzt da unten, ne? Da komme ich im Zweifel gar nicht mehr dran. Wo ist der letzte Spinner jetzt? Da. So. Rache. Also, 25 haben wir. Also, es gibt jetzt noch 3 von diesen Kristalldingern, die wir finden müssen. Die Frage ist, wo? Ach, guck mal. Das ist ja wirklich hart hier. Nein, nein, nein. Oh nö. Ich frage mich, ob man stirbt, wenn man in so einem Felsblock dann spawnt. Und jetzt. Wow, 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 wow. Ei, 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 ei. Das war hart. So, ich bin am Überlegen, ob ich hier schon war oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Und sehe, hier geht's nicht weiter. Ach, das wird nicht leicht. Da ist eine Statue. Then tell me, please. Ah, ich hab's. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, wie ich an die rankomme. Ich glaube aber nicht, dass wir in diesem Spiel, in diesem Part, alle Statuen finden werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die sind diesmal wirklich schwer. Ja. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Und, oh Gott. Du darfst keine Sekunde zögern. Da darfst du keine Sekunde, Millisekunde zögern. Oh, das ist hart. Das ist richtig schwer. So, das Ding kommt jetzt. Und springen. Und springen. Und springen. Und springen. Und springen. Und springen und springen und springen und springen. So. Und da haben wir auch eine. Und da hinten ist noch eine. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich an die rankomme. Und zwar hey, du sollst dich hier nicht 10 Kilometer weit drehen, sondern nur in die Richtung, in die ich dich gedreht habe. Aha. Jetzt brauchen wir noch. Genau. Die da hinten. Ja, oder haben wir es schon? Nee, haben wir nicht da. Der Kristall ist noch da.
Irgendwie muss ich da hinten hinkommen. Aber irgendwie... So ist es nicht richtig. Komme ich da trotzdem weiter vielleicht? Nee, das reicht nicht. Oder? Ich hatte gerade was gehört, aber das war... Irgendwas mache ich falsch. Diese Mauer hier ist im Weg, theoretisch. Der führt den... Ich sehe gerade gar nicht, wo der Strahl hinführt. Ach, verdammt. Ah, in die Richtung. Da, in diese Richtung. Immer in die das Auge zeigt. Mache ich das mal weg? Mhm. Mal gucken, wenn ich jetzt auf das Auge da gehe. So, auf den Kristall. Ja. Nein, da oben, aber hier. Eieiei, ich weiß nicht, ob das so richtig war, aber... Never mind. Oh Gott, das war... Oh, da hinten ist die nächste, da oben ist die nächste, ich sehe sie. Da, da, in der Richtung. Ah, oh, wie komme ich da hin? Da muss ich mit den Sachen arbeiten, die dort sind. Hm. Ich springe hier einfach mal in die Tiefe. Hoffe, dass ich dann irgendwo oben auf den oberen Plattformen wiederkomme. Sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Hier war ich ja schon. Muss ich das wieder so hinbekommen, wie ich es am Anfang hatte? So. Genau so. Jetzt muss nur noch das Ding hier funktionieren.
Und das Ding hier hin. Genau, sehr schön. Das wäre geschafft. So, und jetzt können wir hier wieder rüberspringen. Und zwar im Sekundentakt. So, jetzt aber. Nicht. Jetzt geht er hier einmal. Da sieht man es schön im Kreis. Zack. Und er beleuchtet unseren Kristall. Jetzt. Leck mich. Ah. Das Spiel hat mich nicht gerne. Das Spiel hat mich nicht gerne. Aber die werden anspruchsvoller. Die werden definitiv anspruchsvoller, Leute. Da brauche ich jetzt gar nicht an loslegen. Da wäre ich wieder in die Tiefe gesegelt. So, jetzt aber wieder. Also, jetzt reicht's mir aber wirklich hier. Sollen das? Ich habe das richtig getimed. Und trotzdem trollt mich das Spiel hier gerade schon wieder. Jetzt aber. Oh, ich glaub's ja nicht. Lächerlich. Du darfst da echt keine Sekunde, keine... Wir reden hier nicht von Sekunden, sondern von Millisekunden, wirklich. Also... Ah, jetzt ist langsam gut. Jetzt ist langsam gut. Am besten sterbe ich jetzt irgendwo gleich noch an irgendeiner Falle oder so mit meinen 114 Leben. Das wird dem Ganzen so den Personal Kick geben. Dann könnte ich das Ganze nämlich nochmal machen. Wow. Oh. Ihr macht mich fertig. So. Zack. Jetzt haben wir da oben die Verbindung. Jetzt komme ich hier nur gerade nicht weiter. Ah. Gut. Gut, jetzt. Entweder bilde ich mir das jetzt ein, oder ich habe es geschafft. Nein, ich habe es nicht geschafft. Denn da fehlt wieder was. Gucken wir mal jetzt. Er wird nicht beleuchtet, ist das Problem. Ich wüsste auch jetzt nicht von wem. Ja. Gut. Wir haben den hier. So, das ist okay.
Vielleicht muss ich mich da einfach beeilen. Nein. Nein. Okay, es war aber knapp. War aber knapp. Kriechen. Kriechen. Muss ich nur ein bisschen schneller reagieren. So, will ich doch meinen hier. Und da ist die letzte Statue. So. Oh, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das hier hinbekommen. Dass ich tatsächlich hier auch wieder alle Kristalle einsammeln kann. Aber hat funktioniert. Sehr schön, Leute. Sehr schön. 100 Crystals. Eines Tages fand eine Gruppe Menschen die Hexe. Sie war froh, sie zu sehen, aber auch nervös. Zögerlich ging sie auf sie zu. Ehe sie bemerkte, was geschah, wurde sie von einer Meute umzingelt. Sie schrien sie mit Furcht und Wut in den Stimmen an. Die Kristalle hatten die Bergarbeiter verdorben. Sie verloren den Bezug zur Realität, griffen andere Menschen an und übernahmen die Kontrolle über die Minen. Jeder hielt dies für das Werk der Hexe.